Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, ich habe letzte Woche ein paar Produkte online bestellt und die sind gestern angekommen und zwar einmal von parfumdreams.de und einmal The Hut Group, aber da ist drinne von Look Fantastic eine Bestellung und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mit dem kleineren Paket an. Die kleinere Bestellung kommt hier von parfumdreams. Ich packe das Paket jetzt mal schnell aus. So sieht das Ganze von innen aus. Man erkennt nicht viel, außer ganz viele Flyer. So, als erstes habe ich hier ein Goodie und zwar von Charlotte Mensen, nennt sich das, Kräuter Vital. Das ist so eine Nachtcreme. Dann haben wir hier von Coco Chanel das Coco Mademoiselle drin. Und einmal von Replay vorhin eine Probe. Und weil ich bei Urban Decay, also was heißt bei Urban Decay, ich habe ein Urban Decay Produkt bestellt und da gab es das hier dazu und zwar eine Mascara. Und zwar sieht die so aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und das hier ist die Bürste, also es ist eine sehr dicke Bürste. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Mascara so sein wird. Ja, und dann habe ich mir einmal hier von Microcell 2000 Green, also den ohne Formaldehyd, glaube ich, nennt sich das, gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil meine Fingernägel momentan sehr brüchig sind an den Spitzen und auch die erste Schicht man so richtig abziehen kann. Also richtig kaputt einfach. Und ja, ich hoffe, also laut Bewertungen sollte er da sehr, sehr gut für helfen. Und ich hoffe, dass er hilft und dass meine Nägel wieder besser werden. Und dann das Produkt von Urban Decay und zwar ist das das Chill Cooling Hydrating Make-up Setting Spray. Ölfrei, parabenfrei, Temperatur-Control-Technologie. Ja. Und das soll auch für feuchte, also trockene Haut sein speziell. Genau, also Cooling und Hydrating. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das so ist. Ich bin ja von dem All-Nighter schon sehr begeistert gewesen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, bestellen wir das mal. Das ist jetzt in der neuen Verpackung. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich fand die alte sogar ein bisschen schöner. Also ja, aber der Inhalt ist das, was zählt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Paket. Wie gesagt, ich habe bei Look Fantastic bestellt. Und The Hut Group ist halt eine Gruppe, die für verschiedene Firmen den Versand anscheinend hier in Deutschland macht. Und da kommen mir auch gleich zwei Flyer entgegen. Einmal die Gostu Box aus England mit Pfund Sparcoupons. Also ich glaube, den werde ich nicht nutzen können. Und einmal hier von Look Fantastic, Brand of the Month, Elizabeth Arden. Also verpackt ist das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr gut. So sieht das Ganze von innen aus. Ich habe mir hier von Echo Tools einen Formapplikator geholt. Und zwar sieht der so aus. Das ist hier so ein Bambusstab. Und das ist im Endeffekt so ein Sponge halt an dem Pinsel. Und ja, ich bin mal gespannt, was der kann und wie gut das ist.
Dann habe ich diese Creme hier gesehen. Das ist eine Tagescreme. Und die erinnert mich auch so ein bisschen an den Augen-Make-up-Entferner, den es beim Rossmann gibt. Hier steht auch alles noch auf Englisch drauf. Also ich denke mal, dass das... Also ich habe es hier in Deutschland zumindest noch nicht gesehen. Deswegen denke ich, dass es den nur im englischen Raum gibt. Und zwar ist es Fresh Essentials 24 Stunden Hydrating Day Cream mit Grapewater. Ja, ich habe momentan noch genug Creme offen, deswegen werde ich die jetzt noch nicht öffnen und lasse die erstmal original verpackt. Ja, dann habe ich mir hier diese Lippenpflege geholt und zwar von Be Good Vanilla und Honey Lip Balm. Also duftet richtig lecker und die Konsistenz, also es ist so eine festere Konsistenz. Ja. Wird auf jeden Fall meine Haartasche wandern. Dann kommen wir hier zu diesem Beutelchen. Das war kostenlos dabei, ab einem bestimmten Bestellwert. Und schauen wir mal, was da drin ist. Als erstes haben wir von Lab Series Skincare von MAC 2 Proben drin. Dann von SisWorks eine No Wrinkles Midnight Moisture Cream. Dann haben wir hier drin von Mellow einen Baked Eyeshadow in der Farbe Cream. Also eine sehr, sehr schöne Farbe, so leicht schimmernd, also gefällt mir richtig gut und fühlt sich auch richtig weich an. Ja, doch gefällt mir sehr, sehr gut. Als letztes haben wir hier von Hailey Baldwin vom Model Co. einen Lipgloss drin in der Farbe Beige. Duftet der gut. Also der duftet so nach Kindheit. Also so nach Zuckerbonbon. Also richtig lecker und fruchtig auch. Und das ist die Farbe. Also eine sehr, sehr schöne Lipgloss-Farbe. Gefällt mir richtig gut. Ja, also kann man sich nicht beschweren. Also für Gratis-Produkte finde ich das echt super. Dann habe ich mir noch ein paar MAC-Produkte bestellt und unter anderem habe ich mir das MAC Fix Plus bestellt. Und ich finde ja die Verpackung alleine schon mega schön. Also es glitzert so blau und grün und auch richtig schön. Eine tolle Verpackung. Und das ist der Standard MAC Fix Plus Prep and Prime. Also da bin ich auch sehr gespannt, also es wird sehr gehypt auf YouTube und Instagram und ja, ich habe mir das jetzt auch mal zugelegt. Jetzt habe ich zwei Fixing Sprays, ja, mal schauen, welches mir besser gefällt. Dann habe ich mir den MAC Pro Longwear Concealer bestellt in der Farbe NC15. Also ich muss ja echt sagen, also ich bin ein bisschen blauäugig angegangen, kann man sagen. Das ist blauäugig. Man kann ja bei Douglas, gibt es ja so eine Karte und dann kann man sich die an verschiedenen Stellen halten und kriegt dann praktisch die Farbe gesagt, die man hat. Ja, das habe ich mal gemacht und da bin ich laut Douglas eine NC15 und ja, auch in der Farbe habe ich mir den Concealer bestellt. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie der ist und ob mir die Farbe steht. Also da habe ich ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, vor, weil wenn es mir nicht steht, habe ich viel Geld ausgegeben. Also so kommt der raus. Also so eine kleine Menge reicht schon echt für gut Fläche. Also entdeckt auf
jeden Fall sehr gut und auch im Handrücken finde ich ihn eigentlich schon ganz schön. Aber das Wichtige ist ja, wie schaut es im Gesicht aus, ne? Aber das werde ich morgen ausprobieren. Ja. Und nicht nur den Volumen Concealer habe ich mir bestellt, sondern auch gleich eine Foundation. Und zwar hier die Studio Fix Fluid Foundation, auch in der NC15. Und genau, also was ich ein bisschen schade finde, wenn man so viel Geld schon für eine Foundation ausgibt, warum ist da nicht gleich ein Pumper mit dabei? Aber gut, den habe ich mir mitbestellt, den zeige ich euch gleich auch noch. Und nehme jetzt hier einfach mal so ein bisschen vom Rand hier was runter. Also der Concealer scheint echt ein bisschen heller auch zu sein in der NC15, was ich echt faszinierend finde. Und die Foundation hat so einen leicht gelblichen Unterton, denke ich. Also ich habe die jetzt hier mal aufgetragen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es im Gesicht ausschaut und bin schon sehr nervös, wie das Ergebnis wird, ob es mir steht oder nicht. Aber wir werden sehen. Gerade schon gesagt, habe ich mir diesen Pumperchen noch mitbestellt. Ach, das finde ich ja praktisch. Also der hat hier noch so einen Schutz drauf, dass man praktisch nicht pumpen kann. Also den kann man auch auf- und zudrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Den kann man so auf- und zudrehen. Und hat dann praktisch das Ganze zu mitnehmen. Und auch hier gab es wieder ein Produkt gratis dazu, weil ich über 60 Euro Einkaufsjahr gekommen bin, und zwar den Velveteen Lip Pencil von MAC in der Farbe I'm to Please. Und der sieht so aus, also auch eine richtig schöne Farbe, finde ich. Das ist ein richtig schöner Ton, finde ich. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ihr Lieben, das waren jetzt alle Produkte, die ich mir bestellt habe. Und ich bin schon echt gespannt auf die Foundation und auf den Concealer. Ob mir das steht, ob mir das passt vom Farbton her. Ich bin da echt schon ein bisschen nervös, weil es waren jetzt, glaube ich, 50 Euro nur für Concealer und Foundation. Plus den Pumper für die Foundation, die ich dafür ausgegeben habe, und ich hoffe, dass das passt und dass das mit Douglas gut funktioniert hat mit diesem Kärtchen auflegen. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ich bin mega gespannt drauf und ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Und ja, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf den Abonnier-Button. Und schreibt mir doch auch mal, ob ihr schon mal Foundation bestellt habt, ohne die im Laden zu swatchen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.